Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Priggen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Orth, ich bin Ihnen sehr dankbar für den Beitrag, weil die Geisteshaltung, die genau aus dem Beitrag rauskam, mich ja auch an der Stelle umgetrieben hat, ein paar Worte auch zu sagen, was den Landeshaushalt in dem Zusammenhang angeht. Also die Vorstellung, wir könnten ersetzen den Schaden an Bäumen, der in Nordrhein-Westfalen bei dem Orkan entstanden ist, von jemandem, der uns, wenn wir es denn täten, wenn wir es könnten, übermorgen wieder vors Verfassungsgericht zerren würde, um zu sagen, wie geht ihr mit dem Geld um? Das finde ich schon abenteuerlich. Und ich weiß ja, dass Sie vom Klimaschutz wenig Ahnung haben, dass das für Sie immer noch ein singuläres Ereignis ist, aber auch die Gleichsetzung des Hofgartens und des Grafenberger Waldes mit den Wirtschaftswäldern, die bei Kyrill geschädigt worden sind, da müssen Sie ein bisschen zuhören, wenn der Minister da redet. Das ist ein anderer struktureller Schaden. Und Sie sollten klar sagen, ob Sie erwarten, dass die Landesregierung, dass das Land aus dem Haushalt diese Schäden, die in Düsseldorf immens sind, die schlimm sind, wir haben uns das angesehen, und dass die Landesregierung das erstattet, das kann sie nicht. Um das ganz klar zu sagen, das Geld haben wir nicht, wir haben eine schwierige Haushaltssituation, und das alles erstatten, was da jetzt angefallen ist, können wir überhaupt nicht. Wir werden Hilfe leisten, das hat das Kabinett schon beschlossen, aber die Erwartung, dass wir das alles ersetzen würden, so wie sie eben durchkam, ist unrealistisch, und genau das ist der Geist, wo man dann auch ganz klar sagen muss, Herr Orth, wenn Sie eine klare Antwort haben wollen, in dem Ausmaß, in dem Sie Erstattung haben wollen, kann das Land das nicht leisten, das müssen Sie doch selber wissen. So. Ich will nicht alles wiederholen, was andere Kollegen schon gesagt haben an der Stelle. Es war ein Schadensereignis, wie wir es jetzt öfter erlebt haben, und das ist auch absehbar erleben werden. Kyrill war 2007, und wir haben ein ganz großes Sturmereignis, das Sturmtief Andreas, letztes Jahr im Juli 2013 gehabt. Da hat es Baden-Württemberg getroffen, 1,9 Milliarden Euro Schulden an privaten Haushalten. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass das immer wieder kommt. Und insofern ist natürlich die Frage, wie wir damit umgehen, einmal um es zu reduzieren, aber auch, wie wir damit umgehen, fachlich in den Städten, was Wiederbepflanzung und alles angeht, eine Frage, die qualifiziert diskutiert werden muss in den Städten, wie ja überhaupt die ganze Klimaanpassung, die ganzen Maßnahmen in allen Bereichen besprochen werden müssen. Das ist das Richtige. Dieser Orkan hat aber aus meiner Sicht vor allen Dingen auch gezeigt, dass das, was an Katastrophenschutzorganisationen in Nordrhein-Westfalen da ist, sehr gut funktioniert. Man kann es verbessern, das ist richtig. Und da bin ich bei Herrn Kuven, man muss gucken, wo sind Mängel, wo können wir noch besser werden. Aber es war schon gut zu sehen, wie am Pfingstmontagabend und auch am Dienstag die THW-Kollegen, die Feuerwehrleute, und auch viele, viele in den Kommunen, Polizei und andere tätig waren und wie sofort reagiert wurde. Und es war auch gut zu sehen in den Bildern beim WDR, in den Nachrichten, wie dann in den Tagen darauf ganze Feuerwehrkolonnen vom Niederrhein, von Ostwestfalen, auch bei uns aus Aachen nach Essen ins Ruhrgebiet fuhren, um an der Stelle zu helfen und Aufräumarbeiten mitzuhelfen, weil die Schäden eben so erheblich waren. Das zeigte nur, das funktioniert, die Solidarität ist da. Und tatsächlich gibt es eine gute Organisation. Applaus 31.000 Einsätze und 36.000 Kräfte, ich habe die Bundeswehr vergessen eben, neben Feuerwehr, THW, auch die Bundeswehr gerade hier in Düsseldorf im Einsatz. Ich will ganz klar sagen, wir können analysieren, wir können gucken, wie wir besser vernetzen können. Es ist auch richtig angesprochen worden, wir können gucken, welche Konsequenzen ziehen wir in der Ausbildung. Wir haben einen großen Katastrophenschutzkongress gehabt. Wir wissen, dass wir fürs Ehrenamt mobilisieren müssen. Wir wissen, dass wir auch gucken müssen, welche Teile der Bevölkerung, denen das System des THWs, des Ehrenamtes nicht so vertraut ist, können wir noch ansprechen. Da sind Potenziale, gerade bei Menschen auch mit Migrationshintergrund. Alles das sind Aufgaben nach vorne. Und trotzdem ist es so, wenn man dann den Fernsehbericht sich anschaut und sieht, wie diese Kolonnen unterwegs sind, dann ist man schon auch ein bisschen stolz darauf, dass das System insgesamt funktioniert und man in der Lage ist, tatsächlich da die Hilfe zu leisten, die dann auch an der dringendsten Stelle wirklich notwendig ist. Wir haben alle gemerkt, dass die Schäden an der Infrastruktur, was den öffentlichen Nahverkehr anging, sehr, sehr massiv waren. Also festzustellen, dass es mehr als eine Woche braucht, um die Hauptnahverkehrsachse zwischen Dortmund und Köln wieder zu beheben,
bis dahin, dass Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen konnten, weil es einfach unmöglich war, reinzukommen. Da merken wir dann auch, wie verwundbar das System ist. Auch da muss man gucken, was man noch verbessern kann. Aber es ist eben auch da geschafft worden, innerhalb einer bestimmten Zeit das hinzukriegen. Das Mitgefühl gilt natürlich, das haben die Kollegen schon gesagt, bei denjenigen, die ihr Leben verloren haben, bei denen, die sich verletzt haben, auch im Einsatz. Und es ist auch richtig, das hatte auch Kollege Kuven angesprochen, da wird ja aber auch immer dran gearbeitet, die Absicherung derjenigen, die da im Einsatz sind, wenn sie dann einen Schaden erleiden, wenn sie verletzt werden, ist auch eine gemeinsame Aufgabe, der stellt man sich auch und an der Stelle wird auch gearbeitet. So, die Schäden sind erheblich. Die Versicherer haben gemeldet 650 Millionen an privaten Gebäuden und Autos im Bereich NRW, Hessen und Niedersachsen. 250.000 Schäden an privaten Wohngebäuden und rund 100.000 Kraftfahrzeuge alleine mit 250 Millionen Schäden. Das sind schon erschreckende Zahlen. Wir haben bei den Kommunen Schäden und aus meiner Sicht ist die Frage, ob der Europäische Solidaritätsfonds hilft, an der Stelle wahrscheinlich negativ zu beantworten, weil es eben bestimmte Größenordnungen gibt, die ein solcher Schaden erreichen muss. Und nach allem, was wir jetzt wissen, liegen die Schäden an der Stelle in einem niedrigeren Maßstab. Man kann das versuchen. Man würde natürlich auch die Hilfe gerne in Anspruch nehmen, aber wir müssen davon ausgehen, dass das unter Umständen nicht der Fall ist. Ich finde sehr positiv auch die Beispiele für Initiativen, die tätig geworden sind in den Kommunen. Auch das ist eben schon angesprochen worden, auch dass sich hier in Düsseldorf zum Beispiel private Bürger, aber auch Unternehmen melden, Baumpatenschaften übernehmen wollen, Bäume neu anpflanzen. Das haben wir auch bei uns in Aachen erlebt, als auf dem Aachener Lußberg, einem alten Park, die alten Alleen kaputt gegangen sind, dass wir dann angesprochen worden sind, Baumpatenschaften übernommen haben. Ich kann mich erinnern, dass wir als Familie für 400 Euro eine Buche gespendet haben, die wir uns jetzt immer wieder beim Spazierengehen angucken können, die mit einem Namensschild versehen worden ist. Da sind doch eine Reihe von Initiativen in Gang gesetzt worden. Ich will auch loben die Initiative der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, die das ja im Ruhrgebiet auch angestoßen hat. Das sind Initiativen, wo sicherlich in vielen Städten noch was weiter passieren wird. Auch das von Bürgern angestoßene Aufräumen in Essen, also die Privaten, die dort angefangen haben, weil die örtlichen Feuerwehren gar nicht in der Lage waren, das alles zu räumen, in den Wohnvierteln mit sehr viel privater Eigeninitiative ihren Beitrag zu leisten, verdient unsere Anerkennung und dann auch die Unterstützung. Irritiert hat mich, das habe ich auch klar angesprochen, dass wir sehr unterschiedliche Preisnotierungen bekommen haben, was diese Aufräumarbeiten und Wiederanpflanzung angeht. Natürlich ist alles richtig, was zum Wert von Bäumen in der Stadt gesagt worden ist. Das wissen wir alle, wie wertvoll gerade die alten Bäume sind, wie sehr das eine Stadt prägt, dass man einen schönen Baumbestand hat in den Parks und in der Stadt. Aber wenn wir aus den ersten Erhebungen hören, dass es, so berichtet die Watz am 1.7. in Mülheim 1.050 Euro pro Baum kostet, in Witten nur 200, in Gelsenkirchen zwischen 1.300 und 1.500, in Essen 2.000 und in Bochum bis zu 3.800 Euro, dann sind das Zahlen, die sehr unterschiedlich. Ich will nicht bezweifeln, dass das im Einzelfall so viel kostet. Wenn ein großer Stadtbaum umfällt und was kaputt macht, dann muss man auch das wieder reparieren. Aber das sind hier ja auch Zahlen, die dann in 10.000 und 20.000er Einheiten hochgerechnet werden und wo dann in Essen insgesamt 40 Millionen für Bäume anstehen, in Bochum 50. Da finde ich es sehr gut, dass der Innenminister eben gesagt hat, es wird gesucht nach Kriterien, die es nicht notwendig machen, dass wir uns damit befassen, warum der einzelne Baum in welcher Stadt wie viel kostet. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich bin durch die Debatte jetzt sehr gut informiert, was das Bäume pflanzen und fräsen in den unterschiedlichsten Kommunen in Nordrhein-Westfalen kostet. Da könnte ich jetzt einen Preisüberblick erstellen und Empfehlungen geben, in welcher Kommune man am günstigsten kauft. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, das zu machen. Insofern finde ich es gut, wenn wir nachvollziehbare Kriterien haben und dann sagen, was wir an Unterstützung leisten können. Ich will nur einen Satz noch zitieren, weil der so ein bisschen ist wie der von Herrn Ort. Von einem Stadtbaurat in Nordrhein-Westfalen habe ich einen Brief bekommen, der sich mit mir dann auseinandersetzt über die Frage der Wertigkeit von Grün und dann schließt damit, so gesehen möchte ich an Ihre Unterstützung in der Sache glauben und weiter auf die Zuwendung nach Schadensbilanz hoffen. Alles andere wäre unlauter.
Und dann will ich ganz klar sagen, genau so können wir es nicht leisten. Also alle Unterstützung in der Sache, Sympathien dafür, dass das wieder aufgebaut werden muss. Aber wir können nicht nach Schadensbilanz zahlen. Und es ist auch nicht unlauter, wenn wir sagen, liebe Leute, wir müssen auch an der Stelle unseren Haushalt ins Auge fassen, helfen, ja, die Kriterien definieren, die Konsequenzen aus den Ereignissen ziehen, den Katastrophenschutz verbessern, aber dann an der Stelle doch auch ein Stück weit unsere eigenen Möglichkeiten im Auge haben. Und wenn der Herr Kuhn mich als den Yoda bezeichnet hat, dann gebe ich jetzt zurück an den R2D2, der Kollegen der CDU. Den Haushalt wir beachten müssen. Den Haushalt wir beachten müssen, lieber Kollege von der CDU, weil auch das gehört dazu. Sie waren ja mit bei den Ersten, die auch über die Presse veröffentlicht haben, was gewünscht wird. Und Sie haben es eben nicht mehr gesagt. Aber Sie haben in Essen dann gerade Ihr Ruhrgebietsvorsitzender Oliver Wittke, der ja immer ganz schnell ist, der hat dann bilanziert 500 Millionen Euro Schaden alleine in Essen. Und das war dann die Lawine, die losgetreten worden ist, wo eine Zahl nach der anderen kam. Und da muss ich auch sagen, gerade, ja, der Oliver Wittke ist ja raffiniert. Der sagt das ja nicht selber, sondern der sagt, der Oberbürgermeister der Stadt Essen hat mir gesagt, es sind 500 Millionen. Ich will ja nur sagen, es gibt einen Wettbewerb, dann werden Zahlen in den Raum gestellt, die wachsen immer weiter. Und dann kommt der Ort hierher und sagt, jetzt will ich aber wissen, bezahlt ihr bei uns die Rechnung, ja oder nein? Und morgen ist er dann vor dem Verfassungsgericht. Deswegen zusammenfassend, es ist sehr gut gearbeitet worden. Wir ziehen viele Konsequenzen, gucken uns das an. Das Land hilft auch. Aber es muss auch Verständnis dafür herrschen, dass das Land an der Stelle auch seinen Haushalt beachten muss und deswegen auch in seinen Unterstützungen ein gewisses Maß beachten muss. Dankeschön.